In einem Jahr werden wir hier bei uns in der Smart Factory gerade durch die Kollegen der Logistik einiges an neuen Konzepten umgesetzt haben, die Dinge deutlich anders machen als bisher. Wir werden neue fahrerlose Transportsysteme einsetzen, um unsere Logistik damit zu automatisieren und effizienter zu gestalten. Ein weiteres Beispiel ist das, was man hier hinter mir sieht, wo wir Leichtbauroboter nutzen, um einen unergonomischen Arbeitsplatz, nämlich da, wo man normalerweise über Kopf die Unterbodenverkleidung festschrauben muss, wo wir das automatisiert haben und jetzt dann Roboter genau diesen Arbeitsplatz übernehmen. Das sind Dinge, die werden kommen. Nächstes Jahr werden wir das dann in Serie sehen, eben mit den Verfügbarkeiten, die wir in einer Serie erwarten. Wir haben gerade jetzt unglaublich viele neue Technologien, die gerade dabei sind zu entstehen. Ein Beispiel dazu, dass der neue Handystandard 5G-Kommunikation, den man in der Presse schon überall lesen kann. Wir holen uns die ersten Prototypen hierher und zusammen mit Ericsson werden wir hier ein Test-Setup aufbauen, um auszuprobieren, was kann diese neue Funktechnik dann für uns in der Produktion machen. Und wenn das dann so funktioniert, wie wir uns das vorstellen, werden wir in 7 Jahren genau diese Technologie dann einsetzen. Das heißt, in 7 Jahren werden wir dann die Geräte bei uns tatsächlich auch in der Fertigung haben, die diesen Standard dann einsetzen. In 20 Jahren wird sich, glaube ich, das Auto selber deutlich weiterentwickelt haben. Wir werden ganz andere Antriebskonzepte sehen. Vielleicht sehen wir bis dahin Flugtaxis. Das, was aber klar ist, ist, diese Dinger müssen gebaut werden. Das Auto bauen wird eine manuelle Tätigkeit bleiben, aber sie wird deutlich unterstützt werden von künstlichen Intelligenzalgorithmen, die prädizieren können, wenn irgendwelche Dinge nicht richtig funktionieren. Durch datengestützte Vorhersagen, was kommt jetzt in dieses Auto rein, was wird ein Kunde haben wollen, um all diese Dinge vorherzusagen und dann auf diese Kundenwünsche noch besser reagieren zu können.